So, ich probiere es mal mit Stampfi. Vielleicht ist er ja gut drauf. Ah, da ist er ja. Und jetzt hinten bitte noch. Na, konnte man sich ja denken. Schön. Ich nehme was anderes. Thank you.
Oh, schade, kam ja gar nichts. Da kann man nicht mal einen Baumstamm hier. Na gut, bis später. So, und mal zur Abwechslung. Mache ich mal Bokocha Classic. Gucken, was denn die anderen. Oh, 1 Euro, da war aber einer gut dabei. Starten wir mal mit. Ja, 40 Cent, fangen wir an. Ich flippe das mal nach oben, das ist nämlich angenehmer. Gehen wir mal auf 50 Cent bei 16 Euro. Vielleicht kommen da ja mal Bücher. Gut, die 6 Euro auf 80 Cent noch. Gucken, ob es nicht irgendeine Stufe gibt, wo der mal ein paar Bücher raushaut hier. Ja, geht doch. Ich wollte schon sagen, ey. Komm, ein schönes Symbol und... Ah. Na ja, gut, ja, immerhin. Ach, bin gespannt, ob er noch ein Vollbild bringt. Verlängerung wäre auch nicht schlecht. Ah, wieder 4. €60 für 80 Cent. Da läuft Hexenkessel besser. Auf 40 Cent. 64 Euro. Spiel ich mal 12 Runden auf 1 Euro.
Vielleicht geht er ja noch mal rein. So, probiere ich mal Hot Red Riding Hood aus. Wir haben 50 Euro. Ich mache mal 50 Cent, flippe hoch und wir schauen mal. Ich muss mal kurz einen Break machen. Ja, probieren wir auch mal auf 80 Cent weiter. Noch mal was anderes ausprobieren. Ja, nehmen wir mal den Osteophan. So, Flip hoch. 40. Machen wir mal 60 Cent. Und schade, wäre ein schöner Anfang geworden. So, dann mal schauen. Hol mal was raus. Oh, 80 Euro wären das da gewesen. Gehen wir mal auf 1 Euro. 30 haben wir noch.
So, die 20 Euro. Probiere ich nochmal auf einem anderen Spiel. Ich wollte gerade auf 80 Cent gehen. Dann lassen wir mal laufen. So ist jetzt mal auf 80 Cent die 20 Euro. Schade. Schade, schade. Aber war trotzdem spannend. Na gut, bis dann.